So, servus und guten Morgen. Wir haben einen Skoda Fabia 2009er. Fabia 5J heißt der, glaube ich. Ist ein 2009er. Mit dem 1.2er mit 69 PS. Ja, ich gucke jetzt das auch das erste Mal so mit euch. Ne? Wie gesagt, 1.2er. 3-Zylinder. Nicht die besten Motoren von VW. Das heißt, die Steuerkette, die ist ab und zu kaputt. Merkt man, wenn der Wagen kalt ist, wenn man ihn startet, wenn er extrem raschelt. Und. Ja, das ist ein Kombi. 5-Türer. Hat jetzt nicht so die super duper beste Ausstattung. Aber. Klimaanlage, Stoffsitze. Ja, so ein Auto für die Familie. Für die Mutti zum Einkaufen. Um die Kinder eben hinten reinzupacken. Günstig in der Anschaffung. Also Preis-Leistungs-Verhältnis bei dem Skoda ist super. Ich hebe ihn mal kurz hoch. Können wir sofort gucken, was da dran ist. Bisschen Ölverlust, also hier die, sieht aber aus wie die Ablassschraube, nichts Wildes, ansonsten Achsmanschetten sind dicht, innen und außen beide Seiten. Bei dem Skoda davor, da ist oft der Mitteltopf oder generell der Auspuff, die sind da gerne abgefault. Hier ist aber noch in Ordnung. Federn hinten, Stoßdämpfer. Sieht gut aus. Mit Rost haben die keine Probleme. Vielleicht der davor. Der hat ab und zu gerostet. Ich glaube, das ist ein Fabia 3 oder 4. Keine Ahnung. Auf jeden Fall sieht gut aus. Der hat doch keinen TÜV mehr, aber der wird so durch den TÜV gehen. VW aus dem Baujahr ist eigentlich immer super. Ich lasse mal runter. Kann man eigentlich nicht meckern. Ne? 2009er 122 gelaufen. 1.2er. Kann sein, dass wir die Steuerkette noch wechseln, einfach um auf Nummer sicher zu gehen, weil die halt so Probleme mit haben. Ich will das Auto nicht verkaufen und nach 2 Monaten kommen sie wieder, weil die Steuerkette kaputt ist. Nur so ein kleiner Einblick. Ja. Hier haben wir noch einen schönen 5er. Den habe ich, glaube ich, schon mal gezeigt. Den habe ich jetzt noch ein bisschen lackieren lassen und da kommt auch noch mal ein Video zu. Da ist auch noch einiges dran. Das war's. Das war's, ja. Ich kann noch mal kurz zeigen, was da noch rumsteht für ein Schrott. Das sind so die Inzahlungnahmen. Ja, also
Viel Arbeit. Hier vorne stehen die Gebrauchtwagen. Ja, ich zeige mal im separaten Video alles. Das war's. Skoda Fabia. Kleine Bestandsaufnahme. Tschüss.